Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Episode Part von Pokémon Saphir Edition. Ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen. Das letzte Mal sahen wir in diesem einen Wald, dessen Name mir leider entfallen ist. Leider ist das hier nicht die erste Aufnahme, schon die dritte Aufnahme, die ich machen musste. Ich begrüße euch erstmal herzlich. Und es gab halt einige Missverständnisse gerade, deswegen muss ich auch nicht drüber einreden. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, beginnen wir doch einfach mal das Abenteuer hier. Normalerweise könnten wir hier durchlaufen, weil das ist nutzlos, das ist ein Trainer. Jetzt kommt nämlich etwas, und zwar unseren ersten Doppelkampf in diesem Let's Play. Und darauf freue ich mich besonders. Ich habe ja auch, ich glaube es schon mal erwähnt gehabt, dass ich ja mit Pokémon X und Y so ein bisschen mehr vertrauter war. Das hat einfach den Grund, weil X und Y, die haben da auch sehr viele Doppelkämpfe. Und die Doppelkämpfe kamen erst zur dritten Generation raus. Also es war auf jeden Fall erstaunlich. Vorher gab es immer nur Einzelkämpfe und diese Doppelkämpfe gab es nie. Überhaupt nicht. Auch wenn man das quasi vielleicht mal in dem Fernsehen mal gesehen hat. Aber es ist so. Ja, und diesmal werden wir das Ganze miterleben. Wir sind Zwillinge und kämpfen auch mit unseren Pokémon zusammen. Na, wenn es weiter nichts ist. So. Normalerweise hätte ich am besten meine Pokémon aufladen sollen. Das habe ich jetzt leider nicht getan. Soll mich aber jetzt nicht dran stören. Ups. So. Erstmal den hier und dann den hier. So. Das ist ja auch, glaube ich, nicht nur Typ Pflanze. Ich glaube, das ist sogar Typ Wasser, wenn mich nicht alles täuscht. Ihr könnt in den Kommentaren gerne schreiben, ob ihr davon mehr Erfahrung habt. Ich sage, ich bin bei der ersten und zweiten Generation mitgekommen. Ab der dritten Generation war ich nicht groß dabei, weil ich damals kein Game Boy Advance hatte, aber ich hatte die dritte Generation zum ersten Mal auf meinem DS spielen können, glücklicherweise. Und ja, ich habe sie aber nicht viel spielen können, denn ich hatte da schon viele Pokémon frei und ich wollte sie nicht alle abgeben, besser gesagt. Bären. Das war halt so eine Sache. Ja, so, erstmal gucken, was die alte Frau hier sagt. Wenn du Beeren siehst, die im Lehmboden wachsen, pflücke sie ruhig. Aber pflanze eine neue Beere an der Stelle. Das ist einfacher Höflichkeit. Hier, das ist für dich. Eine Maronbeere. Ich habe zwar keine Ahnung von diesen Beeren, aber ich weiß, dass diese Beeren auch irgendwie Sinn in dem Spiel ergeben. Die gab es halt früher nicht. Ich glaube, die Bären gab es aber in der zweiten Generation aber sehr, sehr selten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die gab es halt da. So. Zuerst wollen wir mal unsere Pokémon heilen. 4 Stück, die wir jetzt insgesamt schon im Team haben. Ich staune richtig. Aber ist klar, man hätte natürlich noch mehr fangen können, aber ich wollte nicht unbedingt jedes einzelne Pokémon, das ich hier fangen kann, fangen. Denn ich will ein paar andere Pokémon fangen. Ich möchte ja nicht irgendwie, wie heißt der nochmal, Typ, mit Schnaps sie dir alle. Ich weiß, wie er heißt, es sollte einfach nur ein bisschen komisch klingen. Ich weiß, dass der im Grunde eigentlich Ash oder in einem Spiel Rot oder so heißt. Aber es ist halt so, ich finde das einfach blöde, wenn man versucht, alle zu haben. Das geht schon gar nicht mehr. So. Höhlenforschung ist nicht mit einem Spaziergang auf der Straße zu vergleichen. Du weißt nie, wann ein wildes Pokémon auftaucht. Du bist immer angespannt.
Solange du angespannt bist, ist es okay. Ich versuche hier mich ein bisschen zu umspannen, beziehungsweise ich versuche einfach nur ein bisschen rauszusuchen. Supertrank gefunden. DLP 92 packt es in die Tasche. Wo auch sonst hinpacken. Aber ich habe auch immer damals gedacht, wieso Tasche, und viele meinten immer, Tasche wäre irgendwie, hätte irgendwie was anderes gemeint, also Hosentasche oder sowas, aber der trägt ja immer seit, ich glaube seit der ersten Generation, immer einen Rucksack mit sich. Und ich glaube seit einer anderen Zeit auch andere Taschen, Handtaschen, oder besser gesagt Schultertaschen, besser gesagt Handtaschen, ist ein bisschen zu weit übertrieben. Meine Pokémon sind die Kings, überzeuge dich selbst. Wenn man das sagt, jeder würde für seine Pokémon ins Feuer gehen, um zu sagen, dass sie die Kings sind. Aber das sind sie nicht. Oh, der hält einiges aus. Es kann sein, dass es ab Level 16 sich entwickelt. Es kann sein. Ich sag, ich habe die dritte Generation nie gespielt. Marsholo, ja, okay, das ist ein gutes Pokémon. Auch ein sehr gutes Kampf-Pokémon. Ich hätte normalerweise. Ach, was mache ich denn hier? Naja, gut. Gut scheint ja auch gut zu gehen. Ist ja, glaube ich, Typ Kampf. Kampfgestein. So. Also wenn er sich bei Level 16 entwickeln sollte, okay. Ich bin mal gespannt. So, hier haben wir noch ein paar andere Kämpfe. Sie will auch noch kämpfen. Ich bringe dir bei, wie stark mein geliebtes Pokémon ist. Geliebtes Pokémon? Jetzt bin ich mal gespannt, was sie für ein geliebtes Pokémon hat. Merrill. Kein schlechtes Pokémon, nein. Und da können wir leider auch mit Blut nicht viel anfangen. Ich würde ja am liebsten Schwalbini nehmen, aber Schwalbini ist zu schwach. Versuchen wir mal Zickzacks, der ist ja schon auf Level 6. Ja, aber kann leider nicht so viel attacken. Nein, ist nicht so gut. Schnabel. Oh Mann. Mit dem wollte ich erst gar nicht kämpfen. Zurzeit. Rotenschlag. Auch einer der schlechten Attacken. Ich versuche jetzt so gut wie es geht zu schwächen. Schaffe ich aber jetzt nicht mehr. Ist auf jeden Fall kein schlechtes Pokémon. Ich hab's unterschätzt. Ja. Ich hab's wohl ein bisschen zu unterschätzt, könnte man sagen. Tja, wenn wir Glück haben, können wir jetzt Schwalbini ein bisschen leveln. Wenn sie jetzt den richtigen Schlag macht, ja. Okay. Hat geklappt. Aber doch nicht so. Ich dachte, jetzt könnte ich vielleicht auf Level 6 kommen. Nein, du. Ach, verdammt nochmal. So. Jetzt geben wir erstmal... Moment, Beutel.
Trank. Dann Schwalbini ein Trank. Die hat sich dafür gehalten. Den anderen lasse ich mal doch erstmal sein. Nochmal ein Zickzacks. Der will natürlich auch kämpfen, keine Frage. Aber ich glaube, der müsste Gestein wieder haben. Der müsste Stein-Pokémon besitzen. Zumindest sieht er so aus. Ja, hatte ich mir schon irgendwie gedacht. Manchmal kann man nämlich auch erkennen, welche Typ ungefähr der Gegner hat, indem man eigentlich nur darauf achtet, was das überhaupt für ein Pokémon-Trainer ist. Denn jeder Pokémon-Trainer hat halt seinen eigenen Typ, könnte man sagen, in seinem Team manchmal. Manchmal. Muss nicht zutreffen. Aber in meisten Fällen ist das halt so. Level 15. Das nächste Kleinstein, das versucht unsere Pläne durchkreuzen. Kleinstein ist verbrannt. Normalerweise, wenn Gestein eigentlich verbrannt ist, dann wäre es quasi durch die Hitze Lava geworden. Nach der Logik. Denn Gestein sind ja quasi Teile von Lava, je nachdem. Und wenn er so weiter diese Attacken macht, dann hab ich wohl den Kampf wahrscheinlich sowas von gewonnen. Das ist so klar, der kann nur diese eine Attacke, kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind so kurz davor, auf den nächsten Level zu kommen. So kurz davor. So, ich glaube, in der Höhle müssen wir nochmal rein. Und schon geht's ins nächste Kämpfchen. Nein. Ich weiß, dass hier vorne jemand ist. Oder auch nicht. Hm? Dann ist das doch ein bisschen anders, wie ich erst gedacht hatte. Oder aber ich muss erst den einen Typen da in dem Häuschen da, oder vor dem Häuschen ansprechen. Pokéball gefunden und der Pokéball, den wir quasi gefunden haben, schmeißen wir weg. Ich versuche jetzt nochmal ein deswegen Kämpfchen zu machen. Ich will den nämlich ein bisschen leveln. Ich versuche den jetzt auf Level 16 zu bringen. Irgendwie. Ich glaube, das wird nicht viel Arbeit sein. Ich hoffe es, dass es auch zeitlich passt, denn ich versuche den tatsächlich jetzt zu entwickeln, denn ich möchte unbedingt wissen, auf welches Level es sein muss, damit es sich entwickelt. Und ich schätze mal 16, wenn das Ähnlichkeiten mit den ersten beiden Spielen hat, dann wäre das Level 16. Ach, was mache ich denn? Ja, egal. Egal. Nochmal Kratzer und dann ist er weg. So. Flemly Level 16 und... Gunster? Ganz da. Schnabel will er erlernen. Ja, Heuler nehmen wir mal weg. Den brauchen wir nicht. Wir wollen ja nicht rumflennen. Und Flemly entwickelt sich.
Ah, schön. Nochmal eine Attacke. Nehmen wir diesmal Energiefokus. Ich weiß, jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, aber... ist mir egal jetzt. Jetzt habe ich erstmal mein Ziel erreicht. Ja, das nächste Mal werden wir uns auf jeden Fall vor dieser komischen Hülle wiedersehen. Ich glaube, wir müssen diesen Typen hier anreden, damit wir weiterkommen. Ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ihr was dazu sagen wollt, in die Kommentare posten. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Und ich sage bis zur nächsten Folge. Tschüsschen.